Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23, Create My Team hier bei Heisenberg zockt. Ja, da haben wir tatsächlich den ersten Sieg eingefahren auf Stärke Legende gegen Freiburg 3:2 und zwar, ja, da sehen wir es auch. Ha, Heisenberg in Glanzform. Er hat das Tor in der 92. Minute geschossen zum Sieg. Sehr gut, wir könnten eigentlich weitergehen. Ich möchte aber ganz schnell zur Mannschaft und dort mal etwas machen, was ihr noch geschrieben habt. Nämlich, dass wir uns in Ruhe mal noch irgendwie den Entwicklungsplan ansehen von den Leuten. Torwart, da ist er dran, beziehungsweise 4 Wochen. Kann ich das so stehen lassen? Ne, der ist ausgeliehen. Ausgeliehen. Ziggy, was machst du gerade? Mach du mal Torwart, 32 Wochen, okay. Ich würde sagen, wir nehmen einfach wirklich die wichtigen Leute. Der hat das abgeschlossen. Mach mal. Rechter Verteidiger, okay, das dauert zwar nur 2 Wochen. Lehmann, nein. Bianchi, ja, da schauen wir schnell. Flügelverteidiger, ja, mach mal den. Dann wird es halt besser trainiert. So habe ich das zumindest verstanden. Da haben wir auch noch ein paar Leute. Der Herr Becker ist hier noch, der Herr Schuster ist Ersatz. Innenverteidigung, ja, mach mal Libero, auch wenn wir ohne Libero spielen. Das spielt man heute eigentlich nicht mehr so. Konate geht, lass nochmal, Mbabu. So, aber so spannend ist das dann doch nicht. Mach mal offensiv. Meier, Stojanov, klar. Ein junger Mann. Irgendwie Flügelflitzer, genau. Flügelmittelfeldspieler. Der Mann hier, der wäre auch wichtig. Da machen wir mal. Aushelfender Mittelfeldspieler. Das ist halt alles eher von kurzer Dauer, weil die Leute noch relativ jung sind. Vargas. Machen wir den hier. So, ist das soweit okay? Seid ihr zufrieden, wenn ich das so mache? Ich hoffe mal. Position für ihn hier. Ja, offensiver Mittelfeldspieler. Da müssen wir aber kurz. Ne, das ist falsch rum. So müssen wir zurück. Spielmacher, 2 Wochen. Ja, mach mal. Mach mal Spielmacher. Ist doch okay. Gut, Jansen, der geht eigentlich auch. Beziehungsweise der ist zumindest so gut wie verkauft. Dann machen wir Spielmacher. Dann haben wir den Herrn Thuram, da müssen wir auch noch was einstellen. Machen wir Spielmacher. 76 Wochen. Ui, das dauert ein bisschen, okay. Herr Morales. Ah, der ist ausgeliehen, Schröder. Ossi. Was macht der? Was trainiert der? Knipser. Ende 60 Wochen. Oder heißt dieser Haken, das hat er schon. Nee, Fortschritt, da sehen wir es ja oben. Ja, mach mal. Mach mal Knipser. Was macht eigentlich Heisi? Wahrscheinlich auch Knipser. Hoffe ich mal. Knipst er ebenso? Nee, aber ab sofort knipst Heisi. Dann haben wir den Ersatzstürmer noch und dann haben wir die eh alle durch. Mach auch Knipser. Knipser klingt doch nicht schlecht. Gut, dann haben wir das. Post haben wir keine, das heißt wir können hier weitergehen. Und dann haben wir das Spiel gegen Bielefeld nachher. Was ich gesehen habe. Training, okay, mach mal. Trainingstag, jetzt haben wir noch Post gekriegt. Haben wir noch ein C drin, aber eben, ich würde sagen, das machen wir dann wieder in der Winterpause, dass wir uns darum kümmern. Dann haben wir Real Betis Sevilla. Hat unser Andres Skov-Olsen sowie eine Ablöse von 23 Millionen für Vargas. Schauen wir uns mal an, aber ich würde sagen, nein. Ich möchte mal den Tauschspieler sehen. 81 Stärke, rechtes Mittelfeld mit 25. Ja, gut, wie stark ist Vargas? Ich glaube 84. Das ist natürlich kein schlechter Mann. Das ist ganz klar. Aber Vargas, 84 Stärke, 27. Nee, das machen wir nicht. Nee, das machen wir definitiv nicht. Aber danke fürs Angebot natürlich. Gerne mehr davon, weil ablehnen können wir jederzeit. Das ist ja kein Ding. So, Cremonese ist daran interessiert, Arthur Schröder zu kaufen. Da müssen wir schnell gucken. Der Arthur Schröder, rechtes Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. Sehe ich hier, was wir da verlangen könnten. Da steht eigentlich nichts. Oder ich sehe es gerade nicht. Ich würde das sogar delegieren. Mach mal. Okay, 3-5. Mal gucken, ob das hinhaut. Wir werden sehen. Okay, weil den brauchen wir in dem Sinne nicht. Dann haben wir hier noch. Oder hat jemand das Angebot für Levin Jansen zurückgezogen? Okay, aber wir haben, glaube ich, noch ein anderes Angebot, dachte ich. Abgelehnt, angenommen. Muss ich schnell gucken. Da kann ich nichts machen. Warum kann ich da nichts machen, wenn das abgelehnt wurde?
Da unten, das haben wir angenommen. Achso, dann wird wahrscheinlich da jetzt noch verhandelt. Okay, gut, ja, mach mal. Verhandelt mal. Und dann schauen wir, ob wir den Herrn Janssen sozusagen noch loskriegen. Sehr weniger loskriegen. Auch die Trophäen. Nein. Ist weniger loskriegen als, ja, dass wir dort eben jemand Neuen kriegen. Oh, jetzt ist er verkauft worden. Guck mal. Tatsächlich. 28 Millionen. Sehr gut. Das haben wir. Transfersumme Schröder. Okay, kann ich das, muss ich das noch bestätigen? Jawohl, nehmen wir an. Dann ist der auch weg. Jetzt müssen wir doch eigentlich Geld gekriegt haben. Sehe ich das soweit richtig? Damit wir auch arbeiten können. Büro. 89 Millionen. Ich würde sagen, wir gehen. Ist denn Konaté schon weg? Das muss ich jetzt erstmal noch rausfinden. Konaté ist noch nicht weg, glaube ich. Ne, hier ist er. Kontaktiert von Bergamo. Wir müssen noch warten. Das bringt nichts, wenn wir jetzt einen Innenverteidiger kaufen. Einen fetten. Ja gut, aber Janssen ist weg. Ach so, nee, wir haben doch... Haben wir jetzt den anderen schon gekriegt? Jetzt müssen wir, jetzt habe ich ein Durcheinander. Wir gehen nochmal schnell zur Mannschaft. Jetzt müssen wir doch den anderen noch gekriegt haben. Den, oh Gott, wie hieß er denn? Ist der hier drin? Edi irgendwas. Haben wir den nicht getauscht oder war das ein anderer Transfer? Sommer, Busch, Ziggy, Birindelli, Kuhn, Becker, Schuster, Konaté, Hasen, Babu. Nee, der ist hier nicht drin. Dann war das irgendwie ein anderer Deal. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht die Deals durcheinander kriege. Ich glaube, das war dann tatsächlich... Ah nee, das war mit Konaté und das haben wir ja noch nicht. Wenn wir das haben, dann würden wir den Ersatz kriegen. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich noch schnell warten. Aber wir können uns natürlich trotzdem kurz umsehen. Zentrale. Zentrales Mittelfeld. Ja, zu schwach. Haben wir sonst noch jemanden hier? 75 eigentlich auch zu schwach. Ist natürlich noch relativ jung. Aber wir brauchen im zentralen Mittelfeld, wir haben da mit González einen Jungen. Wir brauchen jemanden, der uns da weiterbringt. Nein, uninteressant. Miretti 22, da würde ich sagen. Machen wir Scouting. Da haben wir Gaffi. Oh, sehr interessanter Mann. 64 Millionen könnten wir uns leisten. Ja, den würde ich mal sicher im Fokus behalten, diesen Gaffi hier. Zentrales Mittelfeld, linker Flügel, rechter Flügel ginge auch noch. Ja, der Schuss ist nicht so, da haben wir aber, das ist ein Mittelfeldspieler. Den würde ich gerne mal im Fokus behalten, den könnten wir uns jetzt schon leisten. Aber wir müssen warten, was passiert mit Konaté. Nein, ich möchte nicht beenden. Da müssen wir schnell warten. Gut, also wir düsen weiter. Ruhetag und dann geht einer. Jawohl, das können wir abbrechen. Das kennen wir, dass das mit Käffchen Levin Janssen geht. Oh, und wie sieht das hier aus? Müsste eigentlich ein vernünftiger Transfer sein, denke ich. Ja, ein C-Transfer. Okay, davon machen wir es nicht abhängig. Wir haben das Geld, das passt. Braga, Juan Pedro Angutis. AC Mailand hat ein Angebot über 46 Millionen erhalten. Okay, uninteressant. Da möchte jemand Fabian Becker kaufen für 890.000. Wer ist Fabian Becker und warum? Innenverteidiger 18, Stärke 61. Ja, können wir doch machen. Da haben wir schon mal was angenommen. Wir nehmen es trotzdem an. Zack, einmal den. Zack, einmal diesen, einmal den. Und vielleicht dann wirklich mit dem Geld, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt die 89 Millionen. Ja, wenn, sobald wir da wissen, was mit Konaté ist, werden wir gucken, dass wir auch in die Breite noch mal ein bisschen was kaufen können. Damit die Reserve... die dritten Leute, dass die stärker werden. Aber eben, wir haben halt ein bisschen drauf gesetzt, das muss ich nochmal sagen, dass wir da mit Junioren arbeiten. Heute ist die letzte Möglichkeit. Okay, das können wir machen. Checken wir ab. Dann haben wir das. Dann haben wir aber nochmal Post. Da haben sie das Angebot für Konaté zurückgezogen. Okay, da konnte ich aber nichts machen, glaube ich. Da ist aber immer noch eins. Eins läuft noch. Das Tauschgeschäft. Ja, dann läuft das ja noch. Okay. Da wurde was verschoben. Im Dezember haben wir einen anderen Spieltermin. Ich glaube, damit können wir leben. Das ist kein Problem. Gut, wir nähern uns dem Spiel an, würde ich sagen. Oder haben wir nochmal ein Training? Nein, wir haben nochmal was. Da kommt jemand. Okay, guten Tag. Dann hat das mit Konaté aber trotzdem geklappt. Ich habe doch jetzt... Oder habe ich gerade jemanden gekauft? Nein. Wer ist das denn? Niemand allzu Wichtiges, wenn Heise sich da nicht persönlich drum kümmert. Oh, ey, doch, jetzt geht Konaté. Okay, ui.
Okay, und da haben wir noch mal 61 Millionen gekriegt. Okay, gut, dann müssen wir, ich glaube, da müssen wir das Spiel verschieben. Jetzt müssen wir aufpassen. M. Ja, Thuram und Haas, Nationalmannschaft. Genau, da haben wir 54 Millionen nochmal dazu gekriegt. Jetzt haben wir aber ordentlich Geld. Jetzt können wir gucken gehen. 146 Millionen. Jetzt haben wir aber diesen Ed Nielsen, oder wie der heißt, noch dazu gekriegt. Wir schauen mal. Wo haben wir ihn? Da, Ederson heißt er. Wir machen hier gleich mal den Entwicklungsplan. Das haben wir ja vorher schon gemacht. Machen wir Spielmacher. Alter 26, Stärke 81. Das ist sicher unser Hauptmann. Sozusagen. Allerdings, man könnte eigentlich bald González verleihen und ihn als Ersatz nehmen. Und dann schauen wir uns tatsächlich fürs Mittelfeld noch einen anderen starken Mann an. Allerdings, wisst ihr was, wir haben jetzt nicht im Mittelfeld das Problem. Wir brauchen jetzt fürs Zentrale, für die Innenverteidigung, einen Mann. Und da haben wir eigentlich jemanden, nämlich den Herrn Schlotterbeck. Da gehe ich mal schnell gucken. Hier ist er, der Herr Schlotterbeck. Stärke 86, 25. Den hätten wir gerne. Verkaufspreis 112. Allerdings, wir könnten mit 90 Millionen rein. Ich würde das mal machen. Kauf vorschlagen. Ja, machen wir. Also, die 90 Millionen. Wir testen das einfach mal. Ich hoffe, das klappt. Das wäre natürlich sehr gut. So, 90 haben wir hier. Hui, das ist schon eine fette Zahl. Übernehmen. Weiter und dann sind wir gespannt. Wie sieht das aus? Ui, für 110 Millionen. Und 5% der 110 Millionen. Dann haben wir noch um die 30. Müssen wir noch was machen? Ich wollte fürs Mittelfeld noch einen stärkeren haben. Ne, ich möchte jetzt diesen Schlotterbeck haben. Der ist halt in einem laufenden Vertrag. Das ist ganz klar, der kostet halt Geld. Ne, wir nehmen den Herrn Schlotterbeck für die 110. Zack, akzeptieren. Dankeschön. Dann haben wir das. Jetzt müssen wir mit dem noch schnell verhandeln. Der möchte auch Lohn und Sachen haben. Nicht mal Birnen gibt es heute, okay? Die Rolle. Ja, das ist klar. Das ist ein Schlüsselspieler. Ganz klar. Ja, das ist logisch, dass ihm das gefällt. 4 Jahre möchte er haben. Mit 25, das können wir machen. Dann Freigabesumme 171 Millionen. Nehmen wir an. Und dann haben wir noch den Lohn. Wie sieht das aus? 71.000 hat er. Moment, ich möchte Einstiegsbonus ändern, beziehungsweise Gehalt möchte ich ändern. Das gefällt mir nicht so. 71.000, machen wir 50.000. Einstiegsbonus. Was hat er hier gehabt? Steht hier mir nicht. Volle im Kader, Vertragsdauer 4 Jahre. Ja, wir versuchen es mal. Aber nicht, dass das jetzt an dem hier scheitert. Ich versuch's mal. Absenden. Nein, möchte 63.000. Okay, nehmen wir. So, wir haben den Herrn Schlotterbeck. Juhu. Das freut mich natürlich. Herzlich willkommen hier bei uns. Jetzt müssen wir dann mal noch schnell. Da kommt auch gerade an. Ich glaube, der kriegt einen Termin bei Heisi. Ja, da gibt es Händegeschüttel. Bei beiden Heisis. Der Junior kommt auch gleich noch. Ja, ganz klar. Wichtiger Mann. Ich nehme an, diese Sequenz wird sozusagen bestimmt von dem, was du da einstellst. Ist das ein Schlüsselspieler oder einfach ein wichtiger Mann? Herzlich willkommen beim Heisenberg FC. Das lassen wir noch schnell laufen, weil jetzt gibt es noch ein Trikot. Oder müsste es zumindest. Erst gibt es noch eine Runde Smalltalk. Da haben wir das Trikot. Die 4. Von Konaté hat er die übernommen. Der Herr Schlotterbeck. Herzlich willkommen. Ja, starker Mann. Ganz klar. Das weiß er auch offensichtlich. Sehr gut. Und was meint das Spiel dazu? Ich würde mal sagen, ja, okay. Überragend ist das wahrscheinlich nicht vom Geld her. Ja, das wissen wir. Brauchbar steht da. Ja, brauchbar ist vernünftig. Gut. Dann möchte ich schnell gucken im Büro. 31 Millionen haben wir noch. Das ist in Ordnung. Dann gehen wir ganz schnell. Ne, wir gehen schnell zur Mannschaft. Zur Teamzentrale. Der Herr Schlotterbeck, der bräuchte auch noch ein Training. Der ist er ja auch. Entwicklungsplan. Also der macht natürlich ein Training, aber er soll nicht ausgeglichen machen, sondern sowas. Jawohl, mitspielender Verteidiger. Und dann brauchen wir natürlich noch die Taktikvorlage. Wir haben jetzt die Mannschaft eigentlich ziemlich umgestellt. González geht raus, da kommt Ederson rein. Und Schuster geht raus, da kommt der Herr Schlotterbeck rein. Ja, sehr stark kann man. Der zweitstärkste, der drittstärkste eigentlich vom Skill her. Ansonsten haben wir hier
Rechtes Mittelfeld, Schröder, Stojanov, ein paar. Was? Nee, der Herr González muss hier rein. Wer ist das denn hier? Abu. Den könnten wir eigentlich auch ausleihen. Haben wir das schon angeleiert? Ich hoffe es mal. So, da kommt González rein. Und hier haben wir Schuster. Der kommt für den Herrn Becker rein. Den brauchen wir eigentlich so auch nicht. Sondern es sind Becker draußen und Abu. Ich denke, das passt. Können wir abschicken. Nein, Moment. Abschicken. Nein, immer noch nicht. Jetzt. Ja, möchte ich speichern. Jetzt möchte ich aber tatsächlich noch mal kurz zur Mannschaft gucken. Dieser Abu. Wo hatten wir den? Hier. Den bräuchten wir tatsächlich. Ach, der ist auf der Liste. Der hat noch kein Angebot gekriegt. Okay, das können wir natürlich dann in dem Sinn nicht ändern. Gut, wir gehen weiter. Und ich nehme an, jetzt wird dann tatsächlich die Bundesliga kommen. Jawohl, da haben wir es. Mit 9 Leuten. Allerdings ja noch nicht mit der Finalmannschaft, weil wir werden dafür das Mittelfeld natürlich noch ein bisschen gucken. Aber ja gut, das machen wir. Dann wird die Folge ein bisschen länger. Ich hoffe, es ist okay. Sonst könnt ihr ja pausieren, ihr kennt es ja. Also, wir spielen die Partie gegen Bielefeld. Ich bin ja gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben Blau gegen Rot. Das können wir machen. Teammanagement, wir sehen Schlotterbeck, Ederson. Wir haben da neue Leute drin. Und vorne Heise mit 91. Wow. Gut, ich würde sagen, wir spielen das Ding. Jetzt habe ich nicht aufs Wetter geguckt, aber das finden wir raus. Da bin ich guter Dinge. Na? Jo, da ist sie, die sonnige Bielefelder Alm. So hieß die zumindest früher. Schüko Arena. Aha, okay. Ja, Bielefeld. In dem Stadion war ich tatsächlich auch schon mal, wenn es das Richtige ist. Das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, weil das ist Ewigkeiten her tatsächlich. Das weiß ich fast nicht mehr. Da kommen die Jungs rein. Eine Choreo gibt es noch. Die Fans guter Dinge. Ja, Ziel hier, ja, ich würde schon sagen, ein Sieg. Ein Sieg müsste da schon. Aber eben, es ist halt auf der neuen Stärke so eine Sache. Also wenn die einen guten Tag haben, man hat es gesehen, ja, dann ärgern die uns natürlich auch. Aber ich hoffe mal, sie ärgern uns nicht. Wir haben 2, 3 neue Leute drin. Ich bin gespannt, wie die abschneiden. Herr Schlotterbeck und Herr, wie heißt der, Eva Nielsen? Das kann ich mir noch merken. Keine Angst. Und irgendwie, es kann ja wirklich sein, dass wir das machen, dass González dann geht. Beziehungsweise er verliehen wird. Und wir uns da nochmal einen Mittelfeldspieler kaufen. Und dann der Herr Peter Nielsen oder wie er heißt, in die zweite Reihe versetzt wird. So, auf geht's. Wir spielen von rechts nach links in den roten Trikots. Ich würde mich, oh, ich wollte gerade sagen, ich würde mich freuen, wenn ich mal einen Zweikampf gewinnen würde. Habe ich bereit. Gut soweit. Oh, Ossi verliert leider den Ball. Herr Thuram, eins mal zurück. Jawohl, gut gemacht. Kollege Heiß ist am Ball. Geht hier mit Tempo durch. Oh, eigentlich eine gute Flanke. Das gibt's halt nicht, dass da dann allernstes wieder ein Bielefelder rankommt. Und zwar problemlos. Oh, gut, wir gewinnen die Zweikämpfe. Plötzlich gefällt's mir. Oh, schade. Gut gemacht von Heiß, da wollte er den Ball durchstecken. So, jetzt aber weitere Zweikämpfe gewinnen, bitteschön. Wäre definitiv wichtig, ist er nicht im Abseits? Oh, da muss Jan Sommer eingreifen. Ja, ich weiß, ich mit meinem Abseits, aber... Also gefühlt war der im Abseits. Problem ist, sage ich, egal was ich fühle, wenn er da nicht im Abseits war, war es nicht. Oh, komme ich nicht ran? Oh, sind die hier? Oh, die kugeln sich hier durch, habt ihr das gesehen? Wow. Keine Chance, den Ball zu kommen. Einfach irgendwie kurz beim Spiel in unserem Strafraum drin und schon klingelt's. Da sehen wir es nochmal. Ja, das gibt's halt nicht. Das kann doch nicht sein, dass da keiner eingreift. Also wie einfach das war. Das gibt mir schon zu denken. Ja, ich wollte gerade sagen, der Herr Bione müsste sich mal durchsetzen. Macht er auch gerade. Allerdings dann der Pass auf Ossi, der war dann wieder irgendwie eher Mumpitz. Tatsächlich. Oh, da bin ich fast dran. Stört die mal. Jawohl, gut gemacht. Herr Schlotterbeck mit dem vielleicht ersten Ballkontakt. Ich weiß es gar nicht. Jawohl, jetzt wird gut die Seite gewechselt. Jawohl, stark auf Ossi. Der muss auch nochmal hinten rum. Guter Ball. Ja, zu viel gekugelt hier tatsächlich im Strafraum drin. Und ein Babu kann nichts machen. Und dann eine Flanke. Wohin? Natürlich zum Gegner.
Oh, und dann Kopfball aufs Tor, der gar nichts bringt. Von dem Babu. Aber da haben wir die Kugel wieder. Und Babu schon wieder da hinten und mit einem guten Pass hier. Dann verlieren wir leider das Kopfballduell. Dafür gewinnen wir die Grätsche. Oder Birindelli gewinnt sie. Oh, und verliert aber den Ball wieder. Das geht so schnell. Aber jetzt haben wir wieder aufgepasst. Allerdings, der Ball ist schon wieder beim Gegner. Ach, ja, völlig falsch gestanden tatsächlich. Gut, Schlotterbeck passt auf. Und Birindelli wechselt. Gut von Thuram. Lauft da mal einer. Ja, da laufe ich halt wieder rein. Genau, wieder das Abspiel verpasst. Stark vom jungen Mann hier, vom neuen Mann. Oh, aber der passt da halt wieder einfach nur noch Käse. Ja, die spielen halt wirklich wie irgendwie auf der unteren Stärkeklasse irgendwie Barcelona spielt. Gut geblockt. Jetzt müssen wir aber die Kugel mal nochmal haben. Da hat Jan Sommer nochmal aufgepasst. Stark auf Ossi. Oh, Ossi spielt eher. Gab es da noch einen Foul? Ich glaube ja. Sehen wir es nochmal? Ja. Ne, abseits war es. Okay. Ich dachte, es sei ein Foul gewesen. Falsch gedacht. Oh ja, es ist es wahr. Das war natürlich auch gar nichts. Ich komme da nicht hin. Egal was ich mache, als würde der PC wissen, was ich mache. Beziehungsweise das Spiel. Dann gehen sie links, wenn ich links gehe. Heieiei. Gut, Heisi wechselt. Komm, da kommst du ran, jawohl. Und verlierst den Ball. Keine Chance, hier einen Dribbling zu gewinnen. Oh, und dann sowas, das gibt einen Elfmeter. Da hat er ihn umgedrückt. Schlotterbeck war's. Oh, ärgerlich. Ja, der hat sich gedreht. Genau im falschen Moment und Schlotterbeck geht da halt voll auf den Mann. Oh je. Jan Sommer hat schon mal einen Elfmeter gehalten im letzten Spiel, aber wie sieht das heute aus? Ja, falsche Ecke. 2-0 Arminia Bielefeld. Okay, wir kommen zurück auf den Boden der Tatsachen, fürchte ich. Weil die sind einfach stärker. Die sind definitiv stärker. Da, ja, da kann ich nicht mehr sagen, außer dass sie stärker sind. Müssen wir wechseln? Wir schauen mal schnell, was wir hier haben. Nee, die sind alle noch fit. Ja, dann würde ich mit denen tatsächlich weiterspielen. Das ist halt die stärkste Mannschaft, die wir haben. Wir liegen 2-0 hinten, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Da brauchen wir einfach auch die stärksten, die wir haben, ganz klar. Ja, gut soweit. Lauf mal einer. Auch gut von Thuram. Jawohl, jetzt gefällt mir das Kurzpassspiel, allerdings nur bis zu Heisi, dann ist die Kugel weg. Und wieder ein Pass in die Tiefe. Da kommt allerdings die Verteidigung nach. Geht drauf. Boah, ja, keine Chance, sorry. Also das ist ja, jetzt wird es langsam bitter. 3-0. Sag mal, sind die Titelkandidat oder? Es ist halt irgendwie, also... Puh. Ja, ihr wisst, was ich denke. Richtig. Ich denke schon wieder an der Stärke. Oder ich knabbere schon wieder an der Stärke rum. Weil ich fühle mich tatsächlich irgendwie chancenlos. Und das ist natürlich irgendwie Käse. Die sind einfach in allen Belangen stärker. Guter Fossi hier. Oh, und Heisi fast immerhin den Anschlusstreffer noch hingekriegt. Da hat er nochmal eine Drehung gemacht. Nee, Ederson. Nee, der soll mal durchspielen, der Ederson. Aha, hier steht ja schon einer. Okay. Machen wir eine kurze Ecke. Oh, der verliert den Ball da. Ist es wahr? Ja, da hat Heisi wesentlich aufgepasst. Heisi geht ruf.
Ja, mit Einsatz heiße, aber ohne Erfolg. Gehen sie auch nochmal hinten rum. Boah, 3-0. Lagen wir schon mal 3-0 hinten irgendwie? Also ja, wahrscheinlich schon, aber nicht. Nicht in der Aktualität. Da geht Tas mal durch. Ja, und dann leider ein Fehlpass. Wieder dran vorbeigesammelt. Gut gemacht, ein Babu. Oh, stark. Ein Babu zuverlässig. Heißi, laufen wir ein paar Meter. Gut soweit. Ja, gut gemacht. Auf A-Gas. Und dann ist abseits. Aber wenn schon mal irgendwie ein, zwei Pässe klappen. Ja, Vargas kommt mal raus. Steuern auf rein. Hat eigentlich soweit okay gespielt. Boah, dieses 3-0, das tut mir weh. Und nochmal, es ist Bielefeld. Nichts gegen Bielefeld, aber ich kann den Ball immer annehmen. Dann steht schon einer da, geht dir in die Füße. Und dann hier irgendwie schon wieder gefährlich. Gut zugemacht. Jawohl, stark gemacht, soweit. Oh, sie kommen, gewinnt man Zweikampf. Oh, gut von Ederson heißt er. Da wollte er gleich nochmal rutschen. Oh, da verliere ich schon wieder den Ball. Ja, und da muss ich jetzt auch mal eingreifen. Heieiei. Hei. Thuram González machen wir auch mal noch. Irgendwie hatten wir eine Torchance. Ja, Heisi hatte mal eine. Okay, nochmal ein Kopfball der Bielefelder. Das habe ich zwar nicht gedrückt, aber okay. Zumindest wollte ich es nicht drücken. Da schenken wir ihm den Ball auch noch. Ist ja nicht so, dass sie jetzt nicht eh schon stark genug wären. So, komm Stojanov. Konter. Stark. Ja, auch stark. Oh, dann eigentlich nicht schlecht, aber halt zu wenig gut. Und sie sind schon wieder dermaßen schnell auf der anderen Seite. Und ist natürlich, wenn die jetzt hier dran sind, dann werden wir kein Tor mehr schießen. Ich möchte jetzt als Zielwesen ein Tor schießen. Oh, wieder einmal zu lang gewartet, tatsächlich. Ganz schwach. Haben wir. Sehr gut. Und jetzt vielleicht mal den Konter einleiten. Heisi. Oh, verliert wieder die Kugel. Es ist, du hast keine Sekunde Zeit, was zu machen. Oh, hier wieder gut. Gut gerutscht. Fuß im Weg. Und Jan Sommer. Ja, das war auch eigentlich eher wieder fast Glück als etwas anderes. Guter Wechsel. Ja, lauf, lauf, lauf. Doch, doch. Da ist ein Babu tatsächlich schneller. Jawohl. Immerhin noch den Anschlusstreffer. Mit viel Glück zwischen den Beinen durch. Heisi, der Torschütze. Ja, natürlich viel zu spät. Aber immerhin, ja, der Ehrentreffer sozusagen. Ja, ein blödes Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. Okay, schauen wir uns nochmal an. Eigentlich gut gemacht von Babu tatsächlich. Heisi bleibt geschickt stehen. Und hat dann halt Glück natürlich beim Abschluss, dass der Ball allen Ernstes dem Torhüter zwischen den Beinen durchgeht. Also normalerweise schießt Heisi da eher in die Ecke. Das hat er heute jetzt auch nicht gemacht. Immerhin nicht zu null. Also da bin ich schon mal froh. Aber es ist natürlich trotzdem einfach nur schwach. Ist das erste Spiel, das wir in der aktuellen Liga verlieren? Ist das dritte Spiel? Eins haben wir gewonnen. Und beim anderen haben wir 2-2 gehabt. So, geht drauf. Nicht, dass es jetzt hier nochmal irgendwie klingelt. Das muss echt nicht sein. Gut macht er am Babu zu. Haben wir. Jawohl. Stark. Kann ich nochmal? Nee, da ist das Spiel durch. Ja. Chancenlos. 3-1. Man muss es so sagen. Bielefeld war die klar bessere Mannschaft. Die drei Tore nicht geklaut. Ja, unseres mit Glück. Ja, man sieht es da ja noch natürlich auch nicht zufrieden. Da ist natürlich gar keiner zufrieden. Also das war jetzt nicht ideal, sage ich mal. Und es ist Bielefeld. Wie gesagt, ich möchte denen bei den besten Willen nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass die um den Titel mitspielen. Und sie schlagen uns halt tatsächlich 3-1 und das ohne große Probleme. Muss man auch noch sagen. Sie hatten eigentlich tatsächlich keine Probleme. Ja gut. Wir werden im Mittelfeld uns verstärken nochmal. Würde ich vorschlagen. Wir müssen einfach. Aha, da haben wir hier die letzte Frist und das Ding. Genau, da sind die Transfers dann durch.
Oh, das ist natürlich Käse, wenn ich das starte. Wir bräuchten dann doch nochmal. Wir müssen erst gucken. Moment, ich schau mal schnell. Das mache ich normalerweise nicht nach. Nicht nach dem Spiel, aber wen hatten wir denn hier noch fürs zentrale Mittelfeld? Wo ich gesagt habe. Den könnten wir noch brauchen. Nee, auch schwach. Arui, nee, auch nicht. Hier, Gavi. Der kostet 64, können wir nicht bezahlen. Wir haben den Herrn Schlotterberg. Den Herrn Schlotterbeck geholt. Für 100 Millionen. Nein, ich möchte noch nicht. Gleich, aber Moment. Ja, ich bin schon nicht mehr so überzeugt von diesen Transfers. Tatsächlich. Der Herr Schlotterbeck, natürlich ein guter Mann, ganz klar. Aber ob der jetzt die 110 Millionen wert war, ich weiß es nicht. Ja, ihr seht, ich bin ein bisschen, ja, niedergeschlagen ist übertrieben, aber das war jetzt doch irgendwie bitter, dieses 3-0. Weil wir wirklich keine Chance hatten. Wir hatten einfach keine Chance. Dafür haben wir jetzt eine Folge, die wahrscheinlich eine Stunde dauert. Gut. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.